letzte Mal, ja, mir ein Buch gezeigt. Mhm. Ja. Was hast du gekauft? Wo? Ja, das war in Santa Monica. Da ist sitzt ein ungeheuer dicker Mensch, der aussieht wie eine Riesenschildkröte. Am Ende eines ganz langen Flurs, Antiquariat, mit einer sehr tollen Auswahl, besonders von alten, sehr alten Büchern. Das ist eine Ausgabe von 1603, von der Ovid-Übersetzung von Sir Golding. Und die ist in Versen. Die ist in Versen, auch gereimt, Versen, ja. Gereimt, also ja. Alexandrina. Also, Alexandrina, ja. Gereimte Alexandrina, eine ungeheure Arbeit. Und ich bin darauf gekommen, eigentlich nur durch Ezra Pound, der erwähnt das als die beste Übersetzung überhaupt in der englischen Literatur. Und der Golding war offenbar, das war der andere Punkt, der mich interessiert hat, es war eine Quelle für Shakespeare. Also Shakespeare hat das gelesen und Shakespeare lebt sehr von Ovid. Weil die kannten ja die griechische Literatur kaum, da gab es glaube ich nichts damals. Das ist erst später gefunden worden. Und die lebten von der lateinischen, von der römischen Überlieferung. Das hat dich getröstet. Du weißt, es ist jetzt ein Zeitpunkt, dass die Krankheit sozusagen innerlich verarbeitest. Ja, naja, die war eigentlich schon vorbei in Kalifornien. Also natürlich verarbeiten, das dauert sicher länger. Das war auch so, aber es ist merkwürdig, so ein, ich habe oft, wenn ich, wenn es mir schlecht ging, habe ich mir Bücher gekauft, gern alte Bücher. Und mich kränkt nichts so sehr, als wenn Bücher schlecht behandelt werden. Das kommt auch aus der Kindheit. Was steht nun in den Metamorphosen von Ovid? Das ist ja offenkundig ein ganz dickes Buch. Ja, es geht im Wesentlichen, es ist ein Lexikon der griechischen Mythen eigentlich. Und zwar im Wesentlichen geht es um Verwandlungen. Also Verwandlung von Menschen zur Strafe oder aus Flucht, Fluchtbedürfnis in Tiere, in Pflanzen, in Steine, in Bäume. Und dieses Verwandlungsmotiv ist das, was die Sache theatralisch macht. Also zum Beispiel, es gibt diese Geschichte von Niobe, die in einen Stein verwandelt wird, nachdem Apoll ihre sämtlichen Kinder getötet hat. Es gibt die Geschichte von Philomele, die in einen Nachtigall verwandelt wird, nachdem sie furchtbar malträtiert worden ist, vergewaltigt, verstümmelt. Die Morgenröte hat ein Kind, einen Sohn. Ja, der stirbt, er wird umgebracht. Ja, und sie beklagt sich. Ja. Und jetzt kriegt sie als Gnade, nachdem der Junge auf dem Scheiterhaufen verbrannt ist, kriegt sie als Gnade von Jupiter, dass aus dem Scheiterhaufen Vögel emporfliegen. Und die Vögel führen eine Art Krieg gegeneinander. Fangen sofort bilden also, zwei Parteien fangen an, sich zu bekämpfen, zu zerfleischen, so wie im Zweikampf der Sohn gestorben ist. Sie wiederholen also das, aber das alle Jahre. Und das hat ein ewiges Leben. Also ein Krähen oder das ist eigentlich die Erfindung des Fernsehens als Trost. Als Beruhigungsmittel. Das ist ein böser Autor, ja? Hartnäckig, böse, aufsässig. Ja, er gilt an sich als ein besonders lieblicher und eleganter Autor. Aufgrund seiner anderen Texte, also die Liebeskunst und so weiter. Es gibt ein Gedicht über Kosmetik sogar. Also es war sehr höfisch, ein galanter Autor auch. Im Verhältnis zu Vergil auch einer, der leicht und schnell schrieb. Und dann gab es diesen Skandal, der nicht aufgeklärt ist. Also, warum er verbannt worden ist, ist nach wie vor nicht klar. Er wurde verbannt ans Schwarze Meer. Er wurde verbannt ans Schwarze Meer. In eine Provinzstadt der entlegensten Art. Im heutigen Bulgarien etwa. Und litt und zwar entsetzlich als Großstädter. War 10 Jahre da in der Verbannung. Und es muss schon ziemlich hart gewesen sein. Hat hart angedichtet. Hat immer versucht, irgendwie durch dichterische Bestechung.
Fürsprecher zu gewinnen. Mhm. Ja? Und dort ist er gestorben. Mhm. Aber ich fand interessant den Punkt, dass der Orpheus, nachdem seine Frau, also Eurydike, durch diesen Schlangenbiss gestorben und er geht in die Unterwelt, um durch Einsatz seines Gesangs sie auszulösen. Und das gelingt ihm auch, er darf sie mitnehmen, aber natürlich auf Zeit, umsehen. Und er darf sich auch nicht umsehen. Und sie gehen natürlich im Dunkeln da und irgendwann sieht er sich um. Und dann wird er verfolgt von tragischen Frauen, also diese Anhängerin von Dionysos, das war in Bulgarien, also Thracien. Den Fluss kann man auch noch besichtigen, wo das passiert ist. Und die haben ihn verfolgt durch den Wald und alles, was er besungen hatte, konnte ihn nicht verletzen. Also die haben Steine auf ihn geworfen, aber Steine hatte er natürlich besungen und die Steine tanzten um ihn herum. Und Äste mit Ästen nach ihm geschlagen, das ging auch nicht. Bäume hat er auch besungen. Musik. Also alles, was er besungen hatte, konnte ihn nicht verletzen. Denn die Trauer war so stark, die Entbehrung der Eurydike war so stark, dass die Bäume seinem Gesang gehorchten und sich in Reihen aufstellten. Die Steine sich ordneten zu Städten, wenn man so will. Ja? Ja, das ist schon eine andere Geschichte. Amphion war das, der hat eine Stadt gebaut mit... Aber alles entsteht aus Trauer, aus Bitterkeit, entsteht, also aus Verlust entstehen die großen Werke. Mhm. Mhm. Ja. Und dann fand ich eben interessant den Punkt, und der ist sicher mehr meine Interpretation, ich habe das nicht wieder nachgelesen, dass, wie kann man eine Lichtung bei der Verfolgung von Orpheus, und da waren Bauern, die pflügten gerade, und... Die liefen weg vor diesen rasenden Frauen, wild gewordenen Frauen. Und dann haben die Frauen den Orpheus getötet mit Pflügen und Hacken, also mit den Werkzeugen der Bauern. Weil die hatte er nie besungen, also hat die Arbeit nie besungen. Und das fand ich interessant. Zerschmettert, Teile geteilt. Ja. Und dann eben in den Fluss geworfen und der Kopf sang weiter. Und das ist wieder die das nächste Ende Geschichte. Nach Ovid. Keine Auferstehung oder so etwas. Nee. Klaus Heinrich hat ja ganz berühmte Vorlesungen eigentlich. Ja? Die Einzigen, die so ähnlich wie Adorno sind, gehalten. Und da hat er diesen Orpheus-Mythos analysiert, dass wenn der Leier des Orpheus aus seiner Bitterkeit und seinem Leiden geboren, die Steine gehorchen, werden zu Städten. Die Bäume gehorchen, sie werden zu Gärten. Die Tiere gehorchen und sie schaffen paradiesische Zustände, das heißt, sie vertragen sich untereinander. Und dies wird durch Arbeit und Industrialisierung wieder zerstört und in seine Bestandteile zerlegt. Und das leitet er von Ovid ab. Also eigentlich jemand, der ein großes Unglück prophezeit. In der leichtesten Form der Hexameter oder Alexandrite, die es wohl gibt. Hat der Hexameter oder Alexandrite benutzt? Hexameter. Hexameter. Ja. Ein schweres Versmaß. Damals offenbar nicht. Es ist im Deutschen schwer. Ja. Man sagt, die haben ja eine ganz andere Zählung gehabt. Da ging es um Längen und Kürzen. Das geht im Deutschen nicht. Im Deutschen geht es um Akzente. Du kannst nicht die Sprache nach Längen und Kürzen einteilen. Und du weißt auch aus dem Lateinunterricht, dass das Versmaß oft das Primat hat vor der normalen Betonung. Das Versmaß war verpflichtend und da konnten Wörter anders betont werden als im Umgang. Und Ovid offenkundig, wie er beschreibt, also die Plünderung und Versklavung Trojas, das ist ja zum Teil grausig. Naja, auch zum Beispiel so Beschreibungen wie, du kennst diese Marsyas-Geschichte, ne? Dieser Wettstreit zwischen Apoll und Marsyas, wo Apoll, weil die Musen bestochen sind, also die stimmen für ihn, und so gewinnt er und dann lässt er den Marsyas häuten. Also
dieses Tizian-Gemälde als Motiv in sehr vielen, für sehr viele Maler gewesen. Der Marsyas, dieser Hirt, der mit der Hirtenflöte antritt gegen die Lyra von Apoll, der wird nach dieser Niederlage die Musen stimmen ab darüber, wer gewonnen hat. Und natürlich stimmen sie für Apoll. Und da wird Marsyas gehäutet, ihm die Haut abgezogen. Und das ist auch so ein Motiv. Das Schöne ist, erstmal ist es sehr sadistisch beschrieben. Das ist wahr, also ganz brutal und anatomisch. Ne? Und, aber diese Erzählungen, diese Geschichten sind immer so geräumig, dass du ungeheuer viel neue Erfahrungen reinpacken kannst. Und zum Beispiel, es hat mich immer interessiert bei der Marsyas-Geschichte, dass er letztlich dann natürlich siegt, dadurch, dass er schreit. Ne? Dagegen kommt keine Lyra an, keine Musik von Apoll. Ne? Das ist, es wird dann plötzlich eine Metapher für heute auch. Ne? Und das geht immer mit diesen Geschichten. Er verlässt die Kunst. Ja. Und damit wird er overwhelming. Ja. Und das wird bestraft. Wie weit geht so ein Generationenvertrag eigentlich? Also wenn du hier jetzt so ein Ovid-Buch kaufst, ja, geht er ja über 2000 Jahre. Also der Mann, der da keine Beamtenkarriere einschlug, weil er, egal was, welche Schriftsätze er schrieb, es kamen Verse raus, der den einen als leichtfertig gilt, der uns aber jetzt als abgründig gilt und aufsässig, ja, und nicht staatsfromm, ja, der ist so, als wäre er dein Cousin. Ja, das Schreckliche daran ist ja eigentlich, ich habe gestern Nacht, weil ich nicht irgendwann aufgewacht bin, nicht einschlafen konnte, habe ich irgendwo ein Buch rausgezogen. Es war so ein triviales Buch über Grausamkeit und Sexualität. Also die Folterwerkzeuge, Foltermethoden, die es so in der Geschichte der Menschheit gab, also von den Persern bis über Rom bis heute und so. Und das ist schon gespenstisch, wenn man das mal so durchblättert, was da alles erfunden worden ist. Und das steht alles bei Ovid schon im Grunde. Und, in der freundlichsten Gestalt. Höchst elegant formuliert. Aber ohne jeden Rabatt. Ja. Und das ist... Das ist schon merkwürdig. Und da verstehe ich schon, also was der Klaus Heinrich meint, dass der Ovid also diese Metamorphosen als Versuch, eine Zivilisation zu konstituieren, zu begründen. Es klappt aber nie. Und dann gibt es diese merkwürdige... Zu begründen, indem man nochmal alle Voraussetzungen die in den Mythen erzählt werden, vor Augen führt. Ja? Gibt sozusagen übertragen in unsere Seitenzahlen über 1000 Seiten, also ein Riesenbuch. Ja? Und indem er das vor Augen führt von Anfängen bis zum Ende Trojas und dem Anfängen Roms, ja, gibt es also ein Verzeichnis der Schulden. Ja? Unter Verwandlungen, es gibt eigentlich kaum ein Verzeichnis der Tröstung. Denn tröstlich ist das meist nicht, oder? Ja, die Tröstung ist die Verwandlung. Die Verwandlung, ja. Also wenn man ein Baum wird, kann einem nichts mehr passieren. Wenn man ein Stein wird, kann einem auch nichts mehr passieren. Kann einem auch nichts mehr passieren. Jedenfalls gehen wir davon aus, aufgrund unserer Unkenntnis der Situation nach dem Tod. Die Sturheit, die du manchmal hast, ja? Nicht die Beharrlichkeit. Aus so einer Überlegung auch? Es kann sein, ja. Ich finde zum Beispiel in dem Zusammenhang, also Ovid, die Verwandlung, es gibt von Brecht ein Gedicht, was sehr viel mit Kafka zu tun hat, von der Haltung her. Das hört auf. Und damit ist der Anlass war offenbar ein Eifersuchtsproblem. Also eine Frau, Brecht war sehr eifersüchtig. Eine Frau ist mit einem anderen Mann abgezogen und für ihn ist das ein Erlebnis von Vernichtung und Identitätsverlust. Und der Schluss ist dann, dass er, ich weiß es nicht wörtlich jetzt, dass er mitteilt, er will jetzt nur noch Papier sein, auf das etwas geschrieben wird.
Und das Ziel ist eigentlich, mich zu verwandeln, das ist wörtlich, in unbedrohbaren Staub. Das Einzige, was nicht mehr bedrohbar ist, ist Staub. Das ist jetzt wieder dieses, was du sagst, ja? Die Schauspieler haben Angst, die Zuschauer haben Angst. Die ganze Gesellschaft hat Angst. Die Generationenfolge funktioniert nicht. Ja. Und zu mehreren, jetzt über die Generationenfolgen hin, könnten wir sozusagen Flöße bilden. Schilfmatten oder sowas wird jetzt dran. Aber diese Verwandlung in unbedrohbaren Staub, das hat viel mit Ovid zu tun und das hat auch viel mit Kafka zu tun. Jetzt gibt es hier die Schilderung von Troja. Wenn du mal hier im Prosatext so nimmst, ich denke das so etwa an, die versklavte Königin. Die versklavte Königin ist die Frau des Priamos. Also eine Frau, die sehr viele Kinder hatte, in einem gewaltigen Troja, Asiens Perle, oder wie wird das genannt? Das ist eine Welt, die unterging, Seither geht alles nach Westen, Vorher ging vieles nach Osten. Denn die Menschen aus der Urheimat in Ostafrika sind ja zunächst mal nach Osten gewandert. Es gibt ja so eine Idee, dass die Kelten eigentlich die Nachfahren der Trojaner waren. Ach. Dass die also so weit dann gekommen sind. Vertrieben aus der Stadt. Gründen nie wieder einen Staat. Eine andere Variante ist die Etrusker, die auch ein rätselhafter Faktor sind. Gründen auch keinen Staat. Nee. Sind einmal, ein für alle Mal durch die Niederlage gewarnt, sich mit ihrem Staatswesen einzulassen. Und diejenigen, die jetzt entkommen sind mit Aeneas, die gründen den Superstaat Rom. Das ist das Schisma der Welt. Wo gehörst du hin? Zu den Staatsmenschen? Oder zum Kelten? Da bin ich, glaube ich, sehr gespalten. Wie ein Slave. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also gehst zum Staat schon hin, hält dich aber nicht lange auf. Wenn du einen Schwarzen... Andererseits brauche ich vielleicht einen Staat. Dich gegenzustemmen? Als eine Folie, als einen Widerstand. Und einfach, es geht mir genauso. Ich kann immer am besten arbeiten, wenn es einen Rahmen gibt, der nicht von mir ist, den ich dann anders ausfülle, als er bisher ausgefüllt worden ist. Aber so ein Rahmen ist eine große Erleichterung. Und das ist vielleicht was da zugrunde liegt, ist vielleicht die Angst vor Gründung. Also die Angst davor, etwas zu behaupten. Mir ist es lieber, wenn da eine Behauptung ist und ich kann eine Gegenbehauptung aufstellen. Aber selbst etwas zu behaupten, also ich habe mal gelesen, als Kind so einen Roman von Mirko Jilus, ich kennst du auch, das waren so Feldherrnromane, Hannibal, alles mögliche. Und da hat mich sehr betroffen gemacht, so einen Satz. Er hatte, es war über Scipio, glaube ich, oder so, das ist auch eine interessante Figur, ein weinender Sieger. Er hatte das runde Kinn des Feldherrn. Dann kann ich nicht behaupten, dass ich ein rundes Kinn habe. Das hat mich damals sehr betroffen gemacht, mit 10 Jahren, dass ich kein Feldherr werden kann, weil ich kein rundes Kinn habe. Und das ist das mit der Angst vor Gründung, glaube ich. Aber das heißt auch, ich bin angewiesen auf Kunst, auf Schreiben. Aber ein Männerforscher könnte jetzt sagen, das wäre eine weibliche Reaktionsweise. Die ist völlig richtig. Die Gründer sind anders. Der Theseus, der den Riesen erschlägt, Städte gründet und so weiter, das ist ein Gründer. Jason, also wir haben Perseus, das sind alles Gründer. Wie heißt es bei Claudius? Ich begehre nicht daran, schuld zu sein. Das ist ein Grundinstinkt. Was Pflanzerisches. Ja, ja.
Wenn du deine Mutter und dich auf diesem einen Bild einmal beschreibst, ja, kannst du dich eigentlich an die Aufnahme des Bildes erinnern? Du hast so einen Hosenträger, ja, mit so einem Schild, was damals üblich war. Ja? Seppelhose, also hattest du an. Ja. Und deine Mutter sehr jung, ja, nicht? Ja? Und sehr autoritär, also im Blick. So. Energisch. Ja. Wobei das war einmal. Es war einmal natürlich ihre Angst vor dem Fotografieren. Daraus kommt die Starrheit im Blick, in der Haltung. Aber andererseits auch eine Macht. Sie hat eine Machtgeste. Eine pflegerische Macht. Bist du deren Botschafter? Ja, das sind so Fragen. Ich habe zum Beispiel. Kurz bevor sie starb, habe ich geträumt von ihr. Sie ist vor einem halben Jahr gestorben. Und das war ein merkwürdiger Traum, auch ganz schrecklich. Ich wusste zunächst nicht, dass sie das ist. Also ich habe geträumt, dass eine alte Frau mit weißen Haaren auf mich zukommt, und zwar so als Furie. Und als ich aufwachte, wusste ich, das war meine Mutter. Das Interessante an dem Trojanischen Krieg ist ja, dieser seltsame Umweg von Geschichte. Also der Troja wird zerstört von den Griechen, und der Überlebende gründet Rom. Aeneas gründet Rom, das dann Griechenland unterwirft. Ja. Aber in einem vollkommen anderen Geiste. Nicht als Troja existiert. Ja. Und aber auch einem anderen Geiste als die Griechen ihn haben. Ja, klar. Ja, aber dieses Bedürfnis der Auslöschung von Nachkommen, von Familien, ist ganz staatsmännisch. Völlig ergebnislos. Und ergebnislos, ja. Auf eine eigenartige Weise ergebnislos. Genau, Rom ist die gesteigerte Form Asiens in diesem Sinne. Wenn es geerbt wird, von der Blüte, der Blume Asiens, wie Troja heißt, aber auch die Tochter der Hekuba heißt so, kehrt das nochmal, also mit ganz anderen Kräften wieder, und verbrennt Korinth. Korinth wird ja genauso umgebracht, wie Karthago, wie Troja. Und hier wird aber der Ausrottungsfeldzug der Griechen, geht ja relativ scharf vor sich. Hektors kleiner Sohn als Tyrannax wird von dem Turm geschleudert. Ja? Es darf nichts übrig bleiben vom Helden. Die Seeleute aber sagen, der Wind weht, jetzt müssen wir weiter. Und als sie jetzt nach Phrygien kommen, da kommt wieder der Achill aus dem Grab hervor, wie Banco. Und fordert die Tötung der letzten Tochter. Und die stirbt jetzt sozusagen wie eine junge Iphigenie, aber mehr so wie ein junger Herr, der sagt, ich gebe selbst mir den Tod. Die einzige Bedingung, nachdem diese Tapferkeit dieses Mädchens die ganzen Umstehenden und die Helden und die Seeleute erschüttert, ist der Gnadenakt eigentlich nur der, dass ein Seher sagt, jetzt soll man aber die Leiche von ihr der Mutter nicht für Gold verkaufen, denn Gold hat sie ja nicht mehr. Interessant finde ich ein anderes Motiv da auch, die Domestizierung der Frauen. Also in Asien ist die Frau nicht domestiziert in dem Sinn, in dem damaligen Asien, also Troja. Und die Domestizierung der Frauen war eine Voraussetzung für die Staatsgründung, die römische. Deswegen dann auch. Das heißt, die Niederlage hat alle Vorteile von Troja zerstört. Und den institutionellen Nachteil, dass man grausame Staatswesen, die immer fremde Völker unterdrücken, entwickelt, das übrig gelassen. Das ist also die Hälfte des Prinzips übrig geblieben. Auch diese merkwürdige Nebengeschichte, die eigentlich ganz quer steht zu der Geschichte des Trojanischen Kriegs mit den Amazonen. Da kommt plötzlich quer etwas rein aus einem anderen Asien, was eigentlich überhaupt nicht da reingehört. Einbrüstige Frauen, die heute Krebs operierte. Und eine andere Geschichte, ich meine, die unheimlichste Geschichte eigentlich über den Trojanischen Krieg, finde ich, dieses Stück von Euripides, Helena. Kenne ich nicht. Und das beruht auf einem
Ein Fall, der offenbar wirklich von Euripides ist. Es kommt in keiner Überlieferung vor, soweit ich weiß. Der Menelaos hat Helena auf seinem Schiff. Und dann gibt es eine Zwischenlandung in Ägypten. Und aus einem Tempel, aus einem ägyptischen Tempel, tritt die wirkliche Helena. Die war die ganze Zeit in Ägypten. Die war gar nicht. Und die andere war ein Trugbild und das zerfällt zu Staub auf dem Schiff in dem Moment, als die wirkliche Helena aus dem Tempel tritt. So dass der Krieg um ein Trugbild. Ein Krieg um ein Trugbild, ja. Wenn du jetzt 1914 nimmst, ja, den Ausbruch des Krieges, der unser Jahrhundert nach wie vor eigentlich bestimmt hat und erst 89 allenfalls beendet ist und da ja auch nicht beendet sein kann. Ja. Da geht es ja um überhaupt keine entführte Frau oder irgendetwas, sondern da ist ja eigentlich gar kein Sinn mehr vorhanden. Ja? Warum hat die Arbeiterbewegung diesen Krieg nicht verhindern können? Denn das ganze Pathos war, dass die Internationale der Arbeiterklasse Kriege verhindert. Naja, das war ja hauptsächlich ein deutsches Problem. Und in Frankreich haben die Arbeiter auch nichts gemacht. Nee. Aber ich glaube schon, die Situation war oder lässt sich am besten beschreiben über Deutschland. Und wenn du mal davon ausgehst, dass die letzte Chance für Deutschland zu Europa zu gehören war 1848. Und das Ergebnis war, also dieser gescheiterten Revolution, die aufgefangen wurde in Opportunismus eigentlich, und herauskam eine Allianz zwischen Bourgeoisie und Junkern und Militär, also eigentlich die deutsche Militärmaschine. Und die hat aufgenommen auch die proletarischen revolutionären Energien. Und durch Versicherung abgefunden. Ja, ja. Und dann war in dem Sinne, die Kriegsbegeisterung war ja so merkwürdig in Deutschland, die war ja nirgends so wie in Deutschland. Und das war vielleicht doch so die Illusion einer Herausführung aus der Ausbeutung in einen früheren Status, in den Status des Jägers. Ja. Das ist auch der Sinn eigentlich der strategischen Ideen von Schlieffen. Der Bewegungskrieg, die Umfassung und kein frontaler Angriff. Und das ist ja eigentlich erst gescheitert durch die materielle Überlegenheit der westlichen Gegner. Ja. Und als diese Bewegung zum Stehen kam, war der Krieg verloren. So, das ist also du erinnerst dich an den Satz von Korschli, den der Brecht zitiert im Arbeitsjournal, der Blitzkrieg, gebündelte linke Energie. Hat Korsch gesagt? Ist gebündelte linke Energie, ja. Erläutere mal, wer Korsch ist. Karl Korsch war eigentlich der Marxismuslehrer von Brecht, ein Revisionist im Sinne der Parteidoktrin, der auch irgendwann aus der KP ausgeschlossen wurde. Die 1919 geschrieben, über was Verstaatlichung eigentlich soll. Das ist nämlich nicht Verstaatlichung, sondern das wirkliche Eigentum an der Arbeit und an den Produktionsmitteln war dann Minister in Thüringen zur Zeit. Also Revolutionärer, KPD-Minister, dann Linksabweichler innerhalb der KP und dann nach Amerika ausgewandert. Ja. Der bedeutendste, also nicht dogmatische Marxist der 20er Jahre. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und der Satz, Blitzkrieg, gebündelte linke Energie, das war sein Kommentar zu dem Griechenland-Feldzug der Wehrmacht, der Überfall auf Kreta. Jetzt stell dir mal vor, es kommen also einfach eine Horde von deutschen Philologen und ein paar verkappte Korschianer als Delegation hinter die deutschen Truppen bis Kreta. Ja? Was ist die Empfindung? Wenn du das dramatisieren solltest, eine Reise von Studienräten, Philologen, das Land der Griechen mit der Seele suchend, folgt den deutschen Truppen nach Griechenland. Na, ich glaube, dass der Krieg relativ unblutig war, hängt zusammen mit der deutschen Sehnsucht nach der griechischen Antike. Ja. Da war irgendein, keine Bombardierung von Athen. Da war irgendein Respekt. Ne? Und vielleicht ist das auch
war das auch eine Art Aversion gegen Rom. Es gibt jetzt Informationen, ja, dass bei der Eroberung der Krim, das ist dasselbe Jahr, 41, wird im Dezember eine Delegation von Altphilologen eingeflogen, die einen Doppelauftrag haben. Erstens griechische Altertümer und Reste von Jason und Medea zu entdecken und zweitens das Ostgotenreich zu erforschen. Ja. Wenn du dir als Dramatiker das vorstellst, also du sollst eine Oper für Boulez schreiben, eine Vorlage, Philologen auf der Krim, also die neuen Argonauten. Die 11. Armee hat Sevastopol umzingelt, von den 4 Lokomotiven, die da runterfahren, sind durch Kälteeinwirkung 3 vernichtet, einer ist da, Partisanen im Gange. Und hier hast du jetzt Heidegger. Er hat gerade von Freiburg kommend den Satz von Heraklit interpretiert, Tapanta Keranos. Ja? Wer alles regiert, ist der Blitz. Da hat er den Blitzkrieg nicht gemeint, aber es ist ein Satz, ein dunkler Satz des dunklen Heraklit. Und Heraklit im Koffer, kommt er jetzt hier in die Armee-Etappe. So wie es auch jünger immer wieder geschehen ist. Könntest du dich in sowas hineinversetzen? Das Merkwürdige war ja, dass die Georgier wurden ausgenommen, eigentlich aus der Kategorie der Feinde. Und die waren Arier. Also für die Nazis. Und gehörten nicht zu den Feinden. Unter anderem eben aufgrund dieser antiken Reminiszenzen. Und die Krim selber, antike Reminiszenz, ein Gebiet, wo man die Obstbauern aus Tirol ansiedeln könnte, weil sozusagen nach Landkarte gesehen, müsste das für einen Obstbau geeignet sein und so weiter. Also es entsteht eigentlich eine Metamorphose der Zeit. Es scheint eigentlich eine Gründerphase möglich. Jeder Ritterkreuzträger kriegt ein Rittergut auf der Krim. Das wäre doch eine Aussage. Also dieselbe Krim, wo jetzt Jalta wenige Jahre später verkündet wird, was auch Europa regiert, ist jetzt sozusagen ein Zentrum. Und da ist jetzt eine Delegation von Heidegger und 12 anderen Universitätsprofessoren, die hier nach dem Rechten sehen. Was denkt Heidegger? Also wie würde man das dramatisieren? Er sitzt ja zunächst mal in einem Zimmer und ist von allen Wurzeln entblößt. Ist mit dem Flugzeug angekommen, weil diese eine Lokomotive könnte ihn nicht transportieren und hat erstmal keine anderen Menschen, die mit ihm reden. Mir fällt was ganz Abwegiges ein. Ich habe gerade gelesen, so einen Text von Norbert Miller über Goethe in Sizilien, wo er beschreibt, wie Goethe in Sizilien, das war seine einzige Berührung mit Griechenland, also die griechischen Reste in Sizilien. Und da ist sein Schönheitsbegriff, hat sich verändert. Es war nicht mehr Winkelmann, plötzlich war Schönheit das Ungeheure, das Monströse in Sizilien. Und das beschreibt er über Tempel und über Reste, wo ihm eben, es ging um 2 Säulen zum Beispiel, die so gewaltig sind, dass sie ein Riesengebäude tragen können. Es war eher das ägyptische Griechenland, was er da plötzlich gesehen hat. Das römische Winkelmann ist Rom im Grunde. Winkelmann ist Rom, das ist die Kopie. Die maßvolle Ordnung. Ja, das ist die gereinigte Kopie. Ja. Und da hat er plötzlich das Ungeheure entdeckt. Eigentlich das Asiatische, was später Hölderlin ja auch, der bei Sophokles, bei den Übersetzungen, das Ägyptische im Griechischen entdeckt hat. Und vielleicht wäre das auch eine Entdeckung von Heidegger, das Asiatische in der Antike. Und er hätte auf der Krim
wahrscheinlich gar nichts von den zeitgenössischen Vorgängen. Ja? Nee, also weder die Morde in Simferopol, noch die Siege der 11. Armee, noch die Landung der Roten Armee besonders registriert, ja? Sondern danach gesucht. Ja? Du hast hier in deinem Theater, ja, jetzt sehr massiv eigentlich die Fanfare angestimmt. Ja? Es muss jetzt ein authentischer Ausdruck des Ostens, ja, muss irgendwo stattfinden. Eine Unverwechselbarkeit des Ausdrucks und eine eigene authentische Öffentlichkeit. Ja. Was ist das? Was ist dieser Osten? Das ist ja was anderes als Asien, was du hier meinst. Es ist ja im Grunde Meißen. Ja? Es ist im Grunde Schulpforta. Ja? Oder was ist es? Naja, nicht nur, ich glaube, es ist noch was anderes. Wenn du an Kleist denkst. Ne? Kleist ist ja halb Asiate. Ne? Wieso? Naja, es gab immer eine ganz merkwürdige Verbindung zwischen Russland und Preußen. Ne? Fängt an mit den gemeinsamen Saufgelagen da bei dem Vater von Friedrich dem Großen, wo die russische Zarenfamilie eingeladen waren. Die haben Königs Wusterhausen große Gelage gemacht. Und die Potsdam, Deutschen, die ganze russische Potsdam, ja, und die deutschen Intellektuellen mussten da als Clowns auftreten vor den Preußen und den Russen. Ostpreußen und Baltikum, eine ganz langgestreckte Brücke. Ja. Und der Hitler hatte ja schon ein Problem mit, die Nazis hatten ein Problem mit ihrer Rassentheorie. Wie kriegen sie die Ostpreußen da rein, überhaupt den deutschen Osten? Und das ging dann über die Erfindung mit der fählischen Rasse, glaube ich. Das war die fählische Rasse, weil Hindenburg sah nicht so exemplarisch nordisch aus und musste aber dazugehören. Ständig auf der Erde stehen, durch sich nach oben streben und leicht. Und ich glaube, es gibt bei Kleist wurde es am deutlichsten, so die Verbindung zu dem Mongolensturm, die Erinnerung daran, eine traumatische Erinnerung. Und Preußen war vielleicht viel mehr eine Bewegung als eine Struktur. Also im strengen Sinn zum Deutschen Reich. Nee. Ja? Es war immer, glaube ich, was Ähnliches wie, was bei den Mongolen so interessant ist, ist doch, die haben nie Städte gebaut. Hm? Und auch nie einen Staat gegründet. Es war immer Bewegung, es war immer Flucht. Ich erinnere mich so eine ganz dumme Anekdote, die Katja Lange erzählte. Sie war ein halbes Jahr in der Mongolei, in den 80er Jahren, glaube ich. Und erzählte, sie traf da einen jungen Mongolen, der in Leipzig studiert hatte. Und sie fragte ihn, wenn man das alles so sieht hier, so ein ziemlich totes Land und alles abhängig von Russland und so. Und wenn man sich jetzt erinnert, Genghis Khan, dem gehörte also halb Europa und halb Asien, wie geht sowas? Und der junge Mongole sagte, der wollte nur weg. Ich glaube, die Preußen wollten meistens auch nur weg. Und da ist irgendeine mentale Übereinstimmung. Und bei Kleist wurde es am deutlichsten, dass sie weg wollen, aber keinen Ort finden. Ein ganz ortloser Autor. Die Energie ist ortlos. Und das ist ja auch das Problem jetzt wahrscheinlich, mit der, wie man das zusammenkriegt, diese Teile von Deutschland. Eigentlich war Deutschland nie ein Ort. Es war immer ein bewegter. Eine griechische Utopie. Utopie, ja. Orpheus gepflügt. Orpheus, der Sänger, war ein Mann, der nicht warten konnte. Nachdem er seine Frau verloren hatte, durch zu frühen Beischlaf nach dem Kindbett oder durch verbotenen Blick beim Aufstieg aus der Unterwelt, nach ihrer Befreiung aus dem Tod durch seinen Gesang,
sodass sie in den Staub zurückfiel, bevor sie neu im Fleisch war, erfand er die Knabenliebe, die das Kindbett spart und dem Tod näher ist als die Liebe zu Weibern. Die Verschmähten jagten ihn mit Waffen ihrer Leiber, Ästen, Steinen. Aber das Lied schont den Sänger. Was er besungen hatte, konnte seine Haut nicht ritzen. Bauern, durch den Jagdlärm aufgeschreckt, rannten von ihren Pflügen weg, für die kein Platz gewesen war in seinem Lied. So war sein Platz unter den Pflügen. Ja, das war die. Wieso ist das näher an dem Tod? Also je mehr Umwege ich gehen muss, ja, nicht? Du einfach, es kommen keine Kinder raus. Ne? Es gibt keine Fortpflanzung. Ja, ja. Und es ist im Grunde ein, da stellt man einen Kreis her, ne? Und keine Linie. Glaubst du eigentlich, dass die Generationenfolge, ja? Also unsere 2000 Jahre, die wir so gucken können, weil wir Schrift haben, ja? Oder 3000 Jahre, und die 6000, die wir sozusagen etwas, wenn wir die Ägypter hinzuzählen, haben, ja, und die 600.000, wenn wir von der Erfindung des Feuers ausgehen. Das heißt, wir haben hier eigentlich mehrere Zusammenhänge, mit denen wir mit den Vorfahren zu tun haben und mit unseren Nachkommen zu tun haben, ob sie nun sterben oder nicht. Ja. Glaubst du eigentlich, dass wir wirklich sterben, oder ist das sozusagen etwas, was durch uns durchgeht? Wir wirklich was zu tun haben mit dem Allen. Muss ja nicht Wiedergeburt sein, sondern... Ach, das glaube ich schon. Bloß wir haben wahrscheinlich nicht viel davon. Ja, das glaube ich auch nicht. Nein, also, als Genussmittel meinte ich es jetzt auch nicht. Aber ich meine es auch nicht als ein Mittel, Sinn daraus zu ziehen. Ja, oder Tröstung daraus zu ziehen. Aber wie siehst du das eigentlich, diesen Fluss, wenn man ihn im Zeitraffer darstellen würde? Ja? Also mit filmischen Mitteln, ganz einfachen Zeitraffer mitteln, würde man ja wissen, dass das eine Einheit ist. Und bei Heraklit steht andauernd vorwärts und rückwärts, dass das eine Einheit ist. Und das ist ewige Leben in einem Backofen, wenn man sich wärmt. Ja? Und der Philosoph hatte sich in einen Backofen zurückgezogen und es kamen jetzt Besucher. Ja? Nicht? Und er sagte ihnen, ihr macht Politik und ich wärme mich bei den Göttern. Damit meinte er irgendwas, was die Aktualität übergreift. Und auch diesen Moment, dass wir eingesperrt sind in Käfige, ja, zwischen Geburt und Tod. Ja, da sagte er, das ist nicht realistisch. Ja, du brauchst natürlich immer jemand, der sich erinnert. Ne? Ja. In irgendeiner Form. Ja, und das ist der Gestorbene nicht. Ja, und ohne Erinnerung gibt es keine... keine Fortsetzung. Sind die Zeilen, die du schreibst, eine Erinnerungsform? Ich denke schon, ja. 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 Du hast mal geschrieben, dass die römischen Kohorten, ja, deren Schritt ist ja verschallt, ja, und die Legionen sind, die Donau bewacht, sind alle untergegangen. Ja, ja. Und die Verse des Horaz überleben. Ja, ja? Ja. Von Ovid würde man das ja mindestens sagen. Wenn du abwägst zwischen Horaz und Ovid, was ist deine Sympathie, wie geht die Waage? Es ist gespalten. Ich bin sicher, habe sicher mehr mit Horaz zu tun. Aber ich würde Ovid vorziehen. Und wieso hast du mit Horaz zu tun? Die Haltung ist eher die von Horaz, glaube ich. Was hat er für eine Haltung? Eine stoisch. Einfach aufgrund der enttäuschter oder desillusionierter Republikaner, der sich dann arrangiert mit der Monarchie.